Servus und willkommen zu meiner Tour, die Blaubergüberschreitung durch die Wolfsschlucht, über die Halserspitz und die Wenigberge zurück. Wir starten hier an dem Wanderparkplatz Siebenhütten hinter Kreuth und hier seht ihr schon mal schön einen Überblick über die Tour. Ich gehe aber hier etwas an dieser Stelle den Nordhang querend. Ja, von dem Parkplatz aus starten wir erstmal über eine Forststraße Richtung Siebenhütten. Das ist ein ganz gemütlicher Fahrweg. Und dann erreichen wir auch nach wenigen Minuten die Siebenhütten. Und gegenüber von den Siebenhütten gabelt sich der Weg zum ersten Mal. Wir nehmen den rechts ansteigenden Weg und folgen diesen Weg in den Wald. Nach einiger Zeit gelangen wir zu dieser kleinen Hütte hier und kurz hinter der Hütte gabelt sich der Weg erneut und wir folgen ihm nach links, den Beschilderungen folgend. Der Weg mündet dann übergangslos in einen Pfad ein und dann erreichen wir die Felsweissach. Der folgen wir mal rechts, mal links, mal in der Mitte, je nach Wasserstand, orientieren uns danach schon an den Beschilderungen Richtung Halserspitz. Und kommen so an den Fuß der Wolfsschlucht. Diesen rechten Taleinschnitt nehmen wir nicht, sondern etwas links. Da geht es hoch, die Wolfsschlucht hoch. Bei der Wolfsschlucht handelt es sich fast durchgehend um T3-Gelände. Es sind ein, zwei Stellen dabei, ganz leichte Kraxeleien im untersten 1er Grad. Diese sind dann aber auch noch Drahtseil versichert. Und so wechselt sich das Gelände immer mal wieder ab, stufig, paar Waldpassagen. Dann geht es mal wieder auf den Fels hinauf. Es gibt auch Stellen, die sind etwas ausgesetzter, aber alles in allem keine sehr schwierige Geschichte, die Wolfsschlucht hoch zu kraxeln. Auf ca. 1350 Metern verlässt du die Wolfsschlucht. Nach einer Gesamtgehzeit von 55 Minuten circa haben wir den Fuß der Wolfsschlucht erreicht und nach einer Gesamtzeit 1,45 sind wir jetzt aus der Wolfsschlucht ausgestiegen und jetzt schauen wir mal, wie lange wir noch hoch bis zum Sattel brauchen. Und da oben geht es dann später links rüber als erstes zum Predigtstuhl. Dann quert man noch einen leichten Hang und erreicht nach wenigen Minuten nach der Wolfsschlucht dann auch schon den Sattel. Da geht es durch. Da oben jetzt erreichen wir den Sattel. Da haben wir auch die Ausschilderung. An dieser Stelle halten wir uns nach links. Jetzt gehen wir leicht rechts um den Predigtstuhl herum, folgen den Pfadspuren. Ja, die Beschilderung schickt uns jetzt nach oben Richtung Halserspitz.
Jetzt sind wir im Schneegelände, mit Schneeschuhen geht es weiter. Wie gesagt, um den Predigtstuhl rum. Zum Predigtstuhl selber bin ich nicht, ein recht unauffälliger Gipfel ohne Markierung. Und von da aus geht es jetzt langsam Richtung Wichtelplatte. Da geht es jetzt hoch. Über die Wichtelplatte drüber geht es dann Richtung Blaubergschneid. Zwar da hinten ist sie. Ja, über die Blaubergschneid schreiten wir drüber. Ja, ist eigentlich noch alles ganz easy Gelände bis hierher. Als nächstes erwartet uns der Blaubergkopf. So, ich sitze jetzt hier zwischen Blaubergschneid und Blaubergkopf, ungefähr 100 Höhenmeter unterm Blaubergkopf. Hab mir hier zwischen den Fichten und dem Schnee hier eine windgeschützte Ecke gesucht und mache da mal in der Sonne eine ganz entspannte Brotzeit. Und danach geht's weiter. Ja, ihr seht es bis hierher. Alles voller Schnee, aber eben auch schon sehr, sehr weicher, sülziger Schnee hier oben. Das sind die letzten Wintergrüße. Der Schnee schmilzt hier langsam. Er ist, wie gesagt, absolut weich, sülzig. Also ohne Schneeschuh wäre das schon wieder echt extrem lästig. Und ja, bisher ganz lässige Tour und wird recht lang werden. Ja, nochmal ein Blick zurück. Jetzt geht es auf den Weg zum Blaubergkopf. So, den Blaubergkopf haben wir jetzt hier erreicht, auch nur markiert mit einem Grenzstein. Wir sind nämlich die ganze Zeit auf der Grenze zwischen Bayern und Tirol unterwegs. Ja, und vom Blaubergkopf, hier müssen wir mal kurz die Schneeschuhe auch ausziehen. Oben der Grat war zu sportlich und ab hier geht es jetzt wieder weiter und zwar auf den Karkopf oder das Karspitz. Es ist das Karspitz und von dem Karspitz geht es jetzt hier über diesen Grat noch hoch zum Halserspitz. Von da aus geht es wieder ein kleines Stück zurück und dann die Nordhangquerung rüber. Das sieht sehr sportlich aus, Freunde. Hier das letzte Stück gehe ich jetzt mit Steigeisen hoch, weil hier runter zu ist und in den Nordhang gehe ich dann eben mit Steigeisen. So, das Ziel ist erreicht. Ich bin auf dem Halserspitz 1862 Meter hoch. Das war bis hierhin eine ganz angenehme Tour. Sehr stürmisch war es heute. Das hat ordentlich durchgepfiffen. Ja, und von hier aus geht es jetzt rein in den Nordhang. Das ist eine recht steile Flanke und jetzt auch gerade im Winter nicht zu empfehlen. Auf gar keinen Fall, auch nicht für den geübten Bergsteiger. Das ist schon aufgrund der Steilheit mit 50 Grad recht riskant. So, Leute. Und nicht umsonst ausgeschildert als lebensgefährlich. Also wie gesagt, das ist schon echt eine sportliche Querung. Ich habe da auch nicht viel gefilmt, weil Helm hatte ich keinen dabei und die Hände brauchte ich komplett im Schnee. Ich bin teilweise rückwärts mit Steigeisen abgestiegen und also war mit Vorsicht zu genießen. Ja, und von da aus geht es dann dem sichtbaren Pfadspuren über den Wenigberg rüber runter zum Parkplatz. Die Tour insgesamt war 18,3 Kilometer lang, 1150 Höhenmeter und die komplette Zeit mit Pausen und allem war circa 10 Stunden, also eine doch recht schwere Bergtour, aber sie hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, diese Überschreitung. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Tour. Ich nehme euch gerne wieder mit und ihr wisst es, immer schön am Berg bleiben, Freunde. Also Servus.